Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und freue mich heute, Sie zu einer neuen Ausgabe des D-Talk in DNews24TV begrüßen zu dürfen. Bei mir ist Verena Kandler und sie ist Malerin. Herzlich willkommen, Frau Kandler. Hallo, danke für die Einladung. Frau Kandler, Sie haben ja ein wunderbares Hintergrundbild. Was sehen wir denn da? Das ist ein Ausstellungsfoto von meiner Ausstellung im Schätzler-Palais in Augsburg. Das war eine Ausstellung, die lief letzten Sommer im Außenbereich von den Kunstmuseen. Und da war das meine Grundlage quasi für die Bilder, waren alte Veranstaltungsbanner von den Kunstmuseen. Also die haben mir eine Palette zur Verfügung gestellt. Und ich habe mir die historischen Motive angeschaut von diesen Bildern. Also es waren teilweise alte Gemälde oder Kupferstiche oder Fotografien von Zarenobjekten zum Beispiel. Und ich habe mir dann angeschaut, was quasi wäre so der heutige Wert in diesen historischen Bildern. Und habe die dann quasi in heutige Szenerien versetzt. Also sehr moderne Bilder, sehr bunte Bilder. Und genau, habe es ein bisschen in die heutige Zeit verortet. Das war so das Grundkonzept von der Ausstellung. Wunderbar. Frau Kandler, wie sind Sie denn zur Malerei gekommen? Teilweise über mein Studium. Also ich habe Kunstpädagogik studiert an der Uni Augsburg. Ich habe aber auch schon als Kind viel gemalt. Also meine Großmutter ist zum Beispiel auch Malerin gewesen in Augsburg. Die hat mich da auch schon früh eingeführt in die Malerei quasi oder in die Zeichnung. Und sonst hat sich's für mich selber so entwickelt übers Studium. Dann einfach, ja, ich hatte Spaß am Ausstellen und habe mich früh ausprobiert. Und ja, jetzt mittlerweile ist es auch Beruf. Hatte ich auch, ja, hat sich ausgezahlt, hatte ich Glück, dass sich für mich das so ergeben hat. Sehr toll, dass Sie da von der Malerei Genau. schon leben können. Was ist denn das Besondere, an Ihren Bildern? Ich glaube, das Wort Nachhaltigkeit spielt da eine große Rolle. Das Besondere würde ich sagen, dass also meine Bilder sind nicht nur Malerei jetzt im klassischen Sinne, sondern ich beziehe immer auch Materialien aus meiner Umwelt ein, also vor allem auch Rest- und Abfallmaterialien. Also seien es jetzt eben diese Banner zum Beispiel von den Kunstmuseen, dass ich die als Material aufgreife. Oder also ich sammle auch bei mir daheim ganz viel. Ja, so Produktionsabfälle oder einfach aus dem Haushalt Verpackungen. Nach Weihnachten hatte ich ganz viel so Papierkartons und sowas. Und das wird alles verarbeitet bei mir in die Collagen oder in die Malereien. Und genau, es ist im Endeffekt ein nachhaltiges Konzept von Wiederverwertung, was ich aber nicht nur jetzt auf das Material beziehe, also nicht nur, dass ich an sich das Material wiederverwende, sondern auch die Motive, also ich suche auch in den Motiven dann, was ist heute noch von Wert quasi. Moment, Fenster. Genau, und also auch diese motivische Wiederverwertung, so wie so ein, also ich sehe mich immer wie so eine Verwertungsgesellschaft quasi, die ja das durcharbeitet. Sie haben von der Ausstellung im wirklich sehr schönen Schätzler-Palais in Augsburg gesprochen. Augsburg ist ja überhaupt in der Innenstadt sehr schön und bietet noch viel mehr als die Augsburger Puppenkiste. Also da sollte man mal, wenn man in München oder in Süddeutschland ist, durchaus ein paar Stunden in der Innenstadt verbringen. Wo kann man denn Ihre Bilder sonst noch sehen? Jetzt aktuell bin ich nach München gezogen seit Herbst letzten Jahres und komme jetzt erst so langsam hier in die Münchner Szene. Ich habe jetzt eine kleine Ausstellung in der Innenstadt in München in so einem Schaufenster. Was jetzt aber in Planung ist, ist für den Sommer in, also es gibt eine U-Bahn-Galerie in München, in der Maxvorstadt. Da ist quasi dieser Ausstellungsbereich direkt, ja, wenn man da zur U-Bahn bei der Universität runtergeht, ist ein großer Ausstellungsbereich. Und da ist jetzt in Planung, dass ich auch vor Ort da mit den Materialien von dem Viertel arbeite, von der Maxvorstadt, eventuell dann auch wieder mit den Kunstmuseen und mir da wieder Banner hole und die transformiere quasi. Genau, und die Ausstellung davon ist dann in der U-Bahn-Galerie und die wird im August wahrscheinlich sein.
das ist so die nächste große Planung. Ja. Das ist super. Frau Kantler, wir werden hier in den News 24 ja künftig immer mal wieder Bilder von Ihnen präsentieren, am Sonntag als Bild der Woche. Ich freue mich schon drauf und finde die Idee, dass Sie also nicht nur, was nur in Anführungsstrichen malen, sondern da eben auch tatsächlich Materialien mit einbeziehen und neu verwenden, durchaus sehr interessant. Und mich hat natürlich auch sehr gefreut, dass Sie durch Ihre Großmutter in Augsburg mit zum Malen gekommen sind. Da sieht man, dass über die Generationen hinweg eben auch die Kunstgene weitergegeben werden können. Ja. Tolle, tolle Geschichte. Frau Kantler, dann danke ich Ihnen sehr für das Gespräch heute und wünsche Ihnen in München viel Erfolg und viel Spaß. Danke, danke fürs Gespräch. Gerne, Frau Kantler.